Ich bin Shakti. Shakti, das Licht der Weiblichkeit. Und voller Freude trete ich heute vor dich hin. Und begrüße dich sanft mit den Worten der Engel, mit Omartasat. Shakti wurde auserwählt, um durch das Medium Nirjana heute zu dir zu sprechen. Shakti wurde auserwählt, um eine große Heilung für dich zu vollziehen, wenn du dazu bereit bist und mir erlaubst, für dich zu wirken. Dann lade ich dich ein zu einer kleinen Reise in deine eigene Göttlichkeit. Ich lade dich ein, deine Ursprünglichkeit zu fühlen, deine Vollkommenheit zu fühlen. Es geht heute um deine Sexualität. Es geht um die Heilung deiner Gefühle, welche mit der Sexualität zusammenhängen. Und ich werde dich mit deiner göttlichen Sexualität berühren. Dir vielleicht ein neues Feld zu öffnen, das Feld zu verstehen. Zu vertrauen. Sich fallen zu lassen und zu lieben. Ich bitte dich nun, mir deine Hände zu reichen, denn ich werde dir eine goldene Kugel übergeben. Es ist eine Kugel, welche göttliche Energie trägt, die deine Sexualität heilen wird. Berühre nun diese Kugel, indem du sie annimmst, mit beiden Händen annimmst. Setze dich auf den Boden und lege die Kugel auf deinen Schoß. Und halte sie mit beiden Händen fest. Vielleicht fühlst du schon die besondere Energie der Göttlichkeit.
und vielleicht kannst du eintauchen in diese Kugel mit deinen Gefühlen. Lasse dich berühren von der Göttlichkeit, von der gleichen Göttlichkeit, welche in dir ruht. Diese Kugel ist ein Abbild deiner göttlichen Sexualität. Und wenn du es zulässt und bereit bist, wird diese Kugel nun Energie in dein Wurzelchakra senden. Lass es zu. Gebe dich hin in diese Energie. Lasse alle Verletzungen, wissende oder unwissende Verletzungen der Sexualität jetzt los. Und tauche immer tiefer in deine eigene göttliche Sexualität hinein. Lasse dich berühren von dieser Göttlichkeit, welche abseits ist vom Kollektiv. Löse dich aus den kollektiven Glaubenssätzen, welche mit Sexualität zu tun haben. Erinnere dich an deine Göttlichkeit. An deine weibliche Kraft. Und an deine männliche Kraft. Beide Kräfte ruhen in dir. Und spüre, wie das Feuer der Liebe, sich ausbreitet. Und jeden Glaubenssatz in Licht transformiert, welchen du trägst. Welcher mit der Sexualität zu tun hat. Und spüre, wie das Feuer deiner Göttlichkeit immer größer wird. Wie es alle Gefühle, verletzte Gefühle deiner Sexualität transformiert, so strömt. Aus deinem Wurzelchakra ausgehend nach oben die Energie deiner göttlichen Sexualität nach oben
Es ist das Feuer deiner Liebe und deiner Kraft, welches jetzt in dir brennt, welches heilt und transformiert. Welches dir Kraft gibt, welches deine Sexualität stärkt, mit dem göttlichen Licht, mit dem göttlichen Feuer deiner Ursprünglichkeit. So spüre das Feuer in dir und spüre auch, wie weit nach oben es schon reicht. Ob es schon dein Herz erreicht hat. In deinem Herzen wird es die Verletzung der Liebe in Licht transformieren. Es wird dich stark machen, voller Vertrauen. Deine göttliche Flamme trägt dich in deine Ursprünglichkeit. Die Verletzungen deiner Sexualität werden geheilt mit der Kraft deiner göttlichen Sexualität, denn es ist die Schöpferkraft, welche das gleiche Feuer trägt, welche die gleiche Kraft in dir bewirkt. Und so vergebe, vergebe all den Menschen und auch dir selbst, durch welche du vielleicht Verletzungen erhalten hast. Lass dies alles nun gehen. Es ist Zeit für Heilung, für eine große Heilung. Denn du bist es wert, heil und gesund zu sein. Spüre nun, ob das Feuer deiner göttlichen Sexualität ganz bis nach oben reicht. Ob es auch all deine Gedanken transformiert, welche du trägst aus früheren Zeiten, welche nicht mehr dienlich sind, sodass auch diese jetzt gehen dürfen. Und wenn du jetzt in dich hineinspürst, dann spürst du die Kraft einer Göttin oder eines Gottes, der du selbst bist. Du spürst die Vollkommenheit, deine Göttlichkeit, deine Schöpferkraft und deine Lebensfreude.
Heilung geschieht. Heilung auf der höchsten Ebene des Lichtes, auf welcher du dich jetzt befindest. Shakti ist bei dir. Du spürst die Hingabe und die neue Freiheit, frei zu sein von alten Strukturen, Heilung spürend, Vertrauen spürend. Und Freude darüber, dass du heute dies alles erfahren durftest. So nehme dir noch ein wenig Zeit, dein göttliches Feuer sucht sich seinen Weg. Und die Kugel der Göttlichkeit ruht in dir, um dich immer wieder mit der Kraft der Ursprünglichkeit zu nähren, dich immer wieder daran zu erinnern, dass du göttlich bist, dass auch deine Sexualität göttlich ist. Geliebter Mensch, es war mir eine sehr große Freude, für dich heute zu wirken, dir die Energie der Göttlichkeit näher zu bringen, zu Füßen zu legen, dich aufzubauen und deine Leuchtkraft und Strahlkraft zu verstärken. So habe ich alles getan, was heute für dich gut und richtig ist. Und wenn du das nächste Mal wieder zu mir kommst, werden wir diese Heilung vertiefen. Ich verabschiede mich von dir mit dem Licht der Wirklichkeit und dem Gruß von Anna Schaar.